ist, zumindest die moderne Lerche. Genau, wie man Lerche auf jeden Fall. Hier wird noch zwei Chests angeschlossen. Einmal, dass er die Sachen reinpumpt. Einmal hier. Und einmal in den hier. Ich halt hier mal kombinieren würde mit Apple Oak. Mir fehlt natürlich das Silberzeug. Und hier muss ich es natürlich dann rausziehen, damit ich halt die bestimmte Spezie bekomme. Und hier kommen die Spezien rein. Sieht man Fireproof Falls, Foods. Hier habe ich, jetzt habe ich Pullbein habe ich hier reingeschmissen. Die Größe. Foods, also er kann Früchte tragen. Klein, nichts. So, hier ist auch nur die Bestimmung. Also man kann sehr, sehr interessantes machen. Man kann da viel reinpacken. Bezieht sich aber auch nur um die, nicht die standardmäßigen Spruce-Wood, beziehungsweise die Spruce-17, sondern die heißt Red Spruce. Muss man natürlich dann schauen, wie man die dann halt dadurch bekommt. Ach ja, jetzt brauche ich Bienen. Jetzt hol ich mir ein paar Bienen da hinten raus. Damit ich die auf jeden Fall damit kombinieren kann. Dankeschön. Also was definitiv angeht, die können wir anbauen. Oily Bean bzw. die Fossil Bean. Diligent. Ja, das muss ich gleich mal gucken. Muss das ja auch irgendwie filtern. Ich fange mal mit 2 an. Was ich brauche, sind 9. 9 Deep Storages. Damit ich an die Biene rankomme. Machen wir jetzt mal Deep Storage. Eine haben wir. Ach, da brauche ich noch alles lagermäßig da, sauber. Er braucht da nicht lange mit. Was habe ich hier noch? Achso, das habe ich noch, genau. Ja, da muss ich mal schauen. Was die ganzen Bienen produzieren, ist sowieso mein Hauptziel. Wenn ich dann sehe, ich mache sowieso, ich lagere die jetzt erstmal alles in Kisten ein und sehe dann, was die an Koms produzieren, beziehungsweise an Honigwaben. Und die muss ich natürlich dann ins Filtersystem eintragen. Dass das auf jeden Fall weiß, okay, muss da rein, muss hier rein und da verarbeitet werden. So, er craftet noch, okay. Jetzt hat die erste gemacht, jetzt craftet er gleich die nächsten. Okay, einmal 4 durch. Da sind sie durch. Dankeschön. Das gilt halt nur für die Bienen, die dann da reinkommen, damit ich halt zugreifen kann. Okay, Bienen, 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 weil ich viele Nobles, viele Diligence brauche. Und dann ist es gut, wenn man sie hat. Ich würde sagen, wo sind sie denn hin? 1, 2, 3, 4, 6. Machen wir sie hier hin. Und da kann man sie schön wegschmeißen, genau. Immer mal das Kabel lang. Das werde ich dann später verstecken. Gut, Bell noch weiter. Finde ich sehr, sehr geil. Insert. Insert. Natürlich könnte ich wieder sagen, komm, ich mache ein ME-System. Aber warum soll ich denn ein ME-System starten, wenn ich auch alles über Kisten, beziehungsweise ME-System ist auch, jetzt haben wir mittlerweile drei, hätten wir dann 3 Stück und ich finde das immer ganz gut, wirklich alles nur über Kisten filtermäßig zu bauen und alles zu verschrotten, wenn es notwendig ist. Was in dem Fall ja auch passieren kann, dass ich halt überschüssige Bienen wegschmeiße. Ach, da genau. Einmal bitte weg. So, disabled. Jetzt machen wir das Ganze auch nochmal hier. Das brauche ich ja nicht. Disabled. Ja, dann kann man das halt so weiterführen. Wenn halt alles da ist, obwohl ich hier schon mal sagen kann, komm, machen wir schon mal hier oben alles richtig. Das heißt, hier disablen wir nur. In dem Fall auch. Damit hier halt nur die Bienen
lagermäßig reinkommen. Dann hole ich Frames, denn so kann ich bildlich sehen, okay, das ist da drinne. Oder ich schreibe halt, oder ich mache ein Schild dahin. Weil wenn wir jetzt mal, können ja gucken hier. So viel, als ich die Bienen gezüchtet habe und immer darauf gewartet, bis die Bienen fertig sind, hier habe ich jetzt eine zweite Klappe eingebaut. Beziehungsweise die drei Klappen sind dazu. Und hier sind überall Bilder dran. In dem Raum. Sowie in dem Raum. Und damit ich sehen kann, okay, was ist da drin? Damit ich nicht suchen muss. Weil manchmal brauche ich, okay, brauche ich was einzeln. Kann ich aus dem Editsystem natürlich durchziehen. Aber wenn ich was in Massen habe, kann ich das da gucken. Habe ich schon reingeschmissen? Habe ich schon eine Deep Storage davon? Und wenn nicht, kann ich immer noch die Option machen, diese Kabel abzunehmen. Kabel abzukapseln und dann laufen zu lassen. Einen Moment. So. No. No. Hey. Muss es hier rein? Ich wollte es doch nicht zerstören. Guck mal hier. Hier haben wir die, genau. Die könnte ich nochmal. Die Farm, die kommt auf jeden Fall hier gegen. Durch die Refind machen. Stopp. Jetzt erstmal das, das und das. Später wird dann alles direkt Kabel angeschlossen, was ich halt nicht brauche. Chest natürlich. Hier ist natürlich Insert angesagt. Hier ist natürlich Insert angesagt, was dann halt die Bienenkönigin wäre, sowie die Biene. Hier ist Extract. Und was überschüssig ist, kommt da nicht mehr rein. Darum bleibt das Loch auch erstmal da. Wir können das, die Erde, können wir reinschmeißen. Da kann der halt hier vorproduzieren. Das gleiche gilt hier, beziehungsweise hier müssen wir abwarten, bis die Biene fertig gewesen wäre. Da ist sie sogar fast. Können wir es auch nochmal anschließen. 1, 2, 3, Chest, Insert, Filter. Haben natürlich die Bienen. Extract bleibt nicht aus. Insert, Filter. Weil auch wieder die Bienen reinkommen. Oh, der produziert jetzt genau. Hier kommt aber noch die Comms da rein, weil ich die ja habe. Da kann er nämlich schön alles durchlaufen lassen. Da kann ich so nicht reinklicken. Mist. Schauen wir, was die Reinforced für Optionen für uns hat. Ja, müssen wir mal so machen. Was kann sie denn produzieren? Einmal Oily und einmal Pet. Oily habe ich, glaube ich. Ja, und Pet muss ich da hinten herholen. Petrol. So Kerosin halt umarbeitet werden kann, was ja halt da stattfinden soll. Hab ich es da hinten reingeschmissen? Jo, da ist es sogar. Ja, hier habe ich schon mal vorbereitet. Das wird da später auch für kommen. Damit alles da reingeschmissen wird, umarbeitet werden kann. Und funktioniert. Klar, Filter. So, einmal Filter, zweimal Filter. Ja, jetzt kommen erstmal natürlich die Bienen dann in den Vordergrund davon. Okay, sieht doch schick aus. Läuft doch. Dann können wir uns die Dieb kümmern, dann können wir uns mal um den Weg kümmern, der sich eher abspielt, dass wir von hier aus. Über die gehen wir denn da lang? Müssen sowieso alle öffnen.
ganzen Wege muss ich ja später mit den Kabeln verlegen. Also überall Mittelpunkt finden.